schon gewesen? Ich war mal im Winter. Ja? Aber auf der Terrasse bin ich im Sommer immer, aber war ich noch nicht zum Abend. Sie hatten uns einen Tisch reserviert. Ja. Genau so ist es. Ja. Bitte sehr. Die trinke ich ja total gerne. Ne? Ich trinke beim Trockenen eigentlich lieber. Ja. Aber jetzt zum Dessert, glaube ich. Zum Dessert kann man noch mal die süßen. Ne? Mit dem süßen Wein und so. Ist der dickflüssig, ja? Fast ölig, ja, so, ne? Total krass. Cool. Wahnsinnig gut, ja. Also da freue ich mich auf die Nachspeise dazu, weil ich denke, in Komposition wird es noch mal eine richtige Nummer. Ja. Oh, das Dessert. Mhm. Hallo. Auf dem Teller haben wir einen weißen Brownie mit Lakritze und Texturen von der Blaubeere. Guten Appetit. Dankeschön. So, na dann, auf geht's. Also ich bin auf diesen Whitey, wie ich gelernt habe, absolut gespannt. Ich habe ja wirklich schon viele, es wird ja jetzt viel mit Eis, mit verschiedenen Sorten wirklich auch gemacht, finde ich super geil. Aber Lakritzeis habe ich tatsächlich noch nicht gegessen, glaube ich. Ich esse ja keinen Lakritz, ne? Mhm. Aber super. Das ist immer, oh, das ist aber super. Es ist nicht so fast stark wie, ne? Du hast diesen Geschmack drin, oder? Hammer. Das letzte Mal, als wir hier waren, haben wir oben gegessen. Es gibt ja noch einen Raum oben drüber. Mhm. Und da waren wir am Abend da, wo hinterher die Afterwork-Party war. Ja. Dann sind wir direkt hin, weißt du, schön gegessen, nur die Treppe runter und direkt auf die Party. Ja, das ist perfekt. Ja, cool. Dann machst du nur das, wenn du auf Party gehst. Mhm. Auch immer im Anzug, oder? Naja, nee, immer im Anzug. Im Hemd schon. Ja. Meistens unter einer Stoffhose. Ist schon eher selten, dass ich tatsächlich eine Jeans trage. Nee, aber ansonsten Binder und so lasse ich dann meistens weg. Also so Afterwork finde ich das auch vollkommen legitim. Ja, so muss man nicht immer haben. Aber kann man, ne? Mhm. Boah, ist das lecker. Super. Also. Mhm. Den Ritter. In den Lakritz. So, jetzt hier einen kleinen Gin Tonic noch so als Absacker. Ich hoffe, dass es bald wieder ein bisschen wärmer wird, dass man das noch mehr genießen kann. Ich meine, es geht jetzt zwar von den Temperaturen, aber... What's up? Bald sitzen wir draußen. Ab März, dann beginnt ja die Gin Tonic-Saison, mein Lieber. Was ist dein Favorit Gin Tonic? Welche Kombination? Also ich immer noch Hendrix mit Gurke. Ist mir immer noch der Liebste. Klingt gut. Naja, dann würde ich sagen, war ein geiler Tag hier im Felix-Gabes-Menü. Und dann bis bald. Mein Lieber.